Ja, ich begrüße alle nochmal zur traditionellen Pressekonferenz am Ende einer Saison, die wir jedes Jahr bis auf das letzte, da wurde die Saison ja kurzfristig unterbrochen, durchführen. So auch dieses Jahr, denn dieses Jahr ist die Saison ja trotz aller Unkenrufe am Ende dann doch mit allen 38 Spieltagen und allen Spielen zu Ende gegangen. Auch mit Auf- und Absteigern, die bisher jedenfalls keine Klage erhoben haben. Also rundum erstmal, was den Handballsport angeht, die Liga angeht, in der ja alle gemeinsam darum gekämpft haben, dass das möglich ist, ein, wie ich finde, wenn man andere Ligen auch ansieht, zum Teil gekürzt gespielt haben, in diesem Segment ein großer Erfolg. Zumal man nicht vergessen darf, dass die Liga ja sogar aufgestockt war auf Corona-Zeiten, also nicht nur 17, sondern sogar 19 Heimspiele und damit 38 Gesamtspiele pro Verein ausgetragen werden mussten. Auch ein Kompliment an die Liga und die Liga-Leitung und die anderen Vereine in dieser Liga von uns, denn es war sicher nicht einfach, das alles so zu terminieren. Ja, wenn ich zurückdenke, so habe ich vor der Saison gesagt, und es wurde ja vor kurzem auch nochmal in einem Printmedium zitiert, habe ich gesagt, was das Ziel der Saison angeht, und da waren wir schon mitten in Corona, was das Ziel angeht, wir wollen sogar deutlich besser abschneiden als in der dann abgebrochenen Corona-Saison 1920, wenn nicht etwas dazwischen kommt wie Schiedsrichter, Verletzungen oder Corona-bedingt irgendwelche Ausfälle, so etwa habe ich es gesagt. Wenn ich mir das heute ansehe, so muss ich sagen, wenn man den Tabellenplatz ansieht, so haben wir tatsächlich witzigerweise sogar einen Tabellenplatz besser abgeschnitten als in der Saison zuvor, nämlich 13. statt 14. Wenn man die Punkte ansieht, so haben wir, und nur das ist ja relevant, den besten Punkteschnitt, lustigerweise sogar, wenn man das jetzt zurückzieht, aller Zeiten mit 0,89 und ein paar zerquetschten erreicht. Denn den erreichte man dadurch, dass man einfach die Spiele, die hier mehr waren als in der Saison zuvor, durch die erreichten Punkte dividiert. Und würden Sie das beste Jahr, in dem wir 30 Punkte bei 34 Spielen nehmen, hernehmen, wo wir 9. wurden und einen Punkteschnitt von 0,88 hatten, hernehmen, da sieht man auch, dass der Erfolg eines Vereines, jetzt wenn man unabhängig von allen anderen Faktoren, nicht nur am Tabellenplatz messbar ist, sondern eben auch die anderen Vereine da ja eine gewisse Rolle spielen. Und da kommt es darauf an, haben wir eine Konstellation im jeweiligen Jahr, die günstig oder weniger günstig ist. Wir aber können nur beeinflussen, was wir machen und nicht, was die anderen Vereine machen. Also wenn man das so sieht, war die Saison erstmal unabhängig von allen anderen Faktoren jedenfalls ein Schritt nach vorne. Die anderen Faktoren, die anderen drei, die ich damals zufällig genannt habe, haben alle drei eine Rolle gespielt. Auch das, wenn man das mal zurückblickend sieht, muss man konstatieren, einmal die vielen Verletzten. Die Verletzten waren ja nicht nur am Ende 9 etablierte, teilweise etablierte jedenfalls Profis, sondern sie waren ja bereits im Dezember, das darf man immer nicht vergessen, witzigerweise auf eine andere Art und Weise, nämlich die Linkshänder waren damals die einzigen, die dabei waren, jetzt waren es die Rechtshänder. Es war eine Situation, in der wir ähnlich angeschlagen, angetreten sind, als jetzt die letzten Monate. In all dieser Zeit haben Team Spirit, haben Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, haben Mannschaftsgefüge fast besser funktioniert, als wenn die Mannschaft komplett zusammen war. Immer wieder sind junge Leute über sich hinausgewachsen, sowohl in dieser Zeit vor Weihnachten, als auch dann in den letzten 2 Monaten. Wir haben vor Weihnachten Siege in der schwierigen Verletzungszeit zum Beispiel zu Hause gegen Leipzig geholt, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Und ihr wisst, oder Sie wissen alle und ihr wisst alle, dass wir dann später gegen Magdeburg bei den Rhein-Neckar-Löwen, dass wir zu Hause gegen Melsungen am Anfang der Saison nochmal, aber später dann auch Berlin und zuletzt auch Göppingen teilweise furios geschlagen haben. Also Highlights, die wir in den ganzen Jahren zuvor nie gebracht haben. Wenn wir zurückdenken, woher kommen die ganzen Verletzte, komme ich zu dem zweiten Punkt. Wir haben, das können Sie uns glauben, jede einzelne Verletzung jetzt nach der Saison in einem großen Kreis mit Medizinern, Sportfachleuten, jede einzelne Verletzung versucht zu analysieren, wo kommt sie her, wie wurde sie behandelt, was kann man besser machen. Und ein ganzer Großteil kommt halt nun mal von dieser Corona-Erkrankung mittelbar oder unmittelbar der Mannschaft. Man darf nicht vergessen, dass diese Mannschaft 2 bis 3 Wochen teilweise schon schwerer an Corona erkrankt war. Wenn ich schwerer meine, so sage ich nicht, dass sie im Krankenhaus waren, aber sie waren schon 2 Wochen mit Fieber teilweise im Bett gelegen. Und die mussten aufgrund dieses Spielplanes, der auch notwendig war, quasi aus dem Bett auf die Platte laufen, um dann dort
Höchstleistung innerhalb im Dreitagesrhythmus zu erbringen. Und das ist natürlich nicht für jeden Körper, nicht für jede Konstitution auf Dauer durchhaltbar. Und dann hat der Körper oftmals die Schwachstellen gesucht, ob es der Rücken war, wie bei Toni und Nico Link, also bei Antonio Metzner und Nico Link, oder ob es dann eben auch irgendwann das Knie mal war, das dann nicht mehr ausgehalten hat, wie bei Petter Overby oder bei Clement Verlien. Auch die Erkrankung, die längere Erkrankung von Covid hat es bei uns in der Mannschaft gegeben. Also ist es schon ein großer Teil darauf zurückzuführen. Wenn ich den dritten Teil noch nehme, so muss ich sagen, wie ich finde schon, dass wir anders wie andere Vereine, durchaus auch bei uns in der Gegend, uns nie über Schiedsrichter wirklich beschwert haben. Aber wenn Sie es jetzt mal nüchtern sehen, ist es schon so, dass man sagen muss, was uns da mit der jungen Mannschaft in Minden von einem Schiedsrichterteam, das zunächst aus 7 Metern letzten Sekunde pfeift, war es eine klare Abwehr durch den Kreis, war für jedermann ersichtlich, was dann hinterher zurückgenommen wurde, was uns da passiert ist, was uns gegen Flensburg passiert ist in der letzten Sekunde und was uns an vielen anderen Spielen passiert ist. So muss ich schon sagen, fragt man sich, ob denn Schiedsrichter nicht, denn dann, wenn eine junge Mannschaft auf dem Feld ist, den man möglicherweise vielleicht, ob man die möglicherweise nicht ganz so das Standing hat, ob man der vielleicht leichter mal einen Nachteil zufügen mag als woanders. Also glücklich konnten wir dieses Jahr mit den Schiedsrichterentscheidungen beim besten Willen nicht sein. Ich will das gar nicht darauf schieben, ich will nur sagen, dass es schon auch ein Faktor war, der in entscheidenden Momenten unglücklich gegen uns entschieden wurde. Und trotzdem hat diese Mannschaft sich nie unterkriegen lassen und im nächsten Spiel wieder, wie jetzt zuletzt gegen Nordhorn, nochmal alles gegeben. Also jeden Nackenschlag hat sie wieder weggesteckt und weiter erfolgreich gespielt. Und darauf muss ich Ihnen sagen, sind wir in den Gremien, beim HC Erlangen, ich glaube die Fans, ich glaube die Sponsoren und vor allen Dingen ich wahnsinnig stolz. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Und wenn ich von Nackenschlägen spreche, so müssen Sie sich vorstellen, wenn wir als Offizielle in diesem medizinischen Chat, in dem wir auch drin sind, quasi jeden zweiten Tag eine schwere Verletzung lesen, wenn immer mehr Spieler ausfallen und man sich fragt, wer spielt da eigentlich überhaupt noch? Und die Leute, von denen man glaubt, Mensch, können die das überhaupt durchhalten, dann plötzlich wieder ihren Mann stehen und am Ende auch noch Punkte holen, auch ein Schlüsselspiel gegen Coburg, was für mich das Schlüsselspiel war, emotional. Man glaubt zwar, es ist der Tabellenletzte, aber Sie wissen, es ist ein Derby, volle Pulle von Coburg in voller Besetzung bei uns mit einem bunten Haufen und die dann Coburg so emotional und voller Leidenschaft weghauen, dann hat uns das schon sehr überrascht. Also wenn man die ganzen Parameter, die Unwägbarkeiten vor der Saison, wenn man die vorher als möglich eingeschätzt oder angesehen hat, so sind sie echt alle eingetreten. Und trotzdem haben wir im Schnitt das beste Ergebnis aller Zeiten erzielt, wenn man es objektiviert, und das ist für mich unglaublich und auch emotional, muss ich sagen, für uns alle ein Wahnsinn gewesen. Denn ehrlich gesagt haben wir hinter den Kulissen natürlich schon gedacht, oh Gott, reicht das noch? Holen wir überhaupt noch einen Punkt? Und dann gewinnen die bei den Rhein-Neckar-Löwen unfassbar, dann gewinnen die gegen Magdeburg unfassbar und dann gewinnen die gegen Göppingen unfassbar und am Ende auch noch in Stuttgart und Nordhorn. Hätten wir niemals für möglich gehalten unter der Konstellation. Trotzdem muss man sagen, in den Zeiten, in denen die Mannschaft komplett war, in denen die Mannschaft alle Spieler an Bord hatte, gab es Höhen und Tiefen. Wenn wir das mal genau analysieren, so muss man sagen, dass nahezu alle Neuzugänge funktioniert haben, aber dass es miteinander noch nicht so funktioniert hat. Uns beiden war vor der Saison völlig klar, wir haben darüber oft gesprochen, wir haben einen Trainer-Novizen gehabt, der auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht unterstützt werden konnte durch einen Sportdirektor, der also völlig auf sich allein gestellt war mit einer Mannschaft, in der es sehr, sehr viele Neuzugänge gab. Gerade im Rückraum gab es einen Umbruch, wie Sie selber auch geschrieben haben. Und uns war klar, dass es in so einer Konstellation, bis die Rollen gefunden werden, bis alle miteinander wirklich ein Rad oder wie sagt man, ein Rädchen ins andere greifen lassen, bis zu dieser Zeit Rückschläge gibt. Das war uns vor der Saison klar und die gab es. Vor allen Dingen erinnere ich mich an die Spiele zu Hause gegen Baling oder in Coburg. Aber die sind für mich auch völlig normal. Sodass ich sagen muss, dass man kann ja nicht ernsthaft sagen, dass Zimmer oder Jepsen oder Olsen schlechte Performance abgeliefert haben. Bis auf Fädt, mit dem wir, das sage ich auch offen, nicht zufrieden waren in der Saison und wo wir auch glauben, dass man nicht zufrieden sein kann und von dem wir uns einfach mehr erwarten, haben alle das gebracht, was wir uns gewünscht haben, die neu dazu kamen. Bei Fädt allerdings muss man dazu sagen, wer ihn kennt, wer mit ihm spricht und wir haben das getan, der weiß, dass er selber, der
unglaublich ehrgeizig ist und selber davor brennt, zu zeigen, was er kann. Und ich persönlich, und ich glaube, wir kann für uns sprechen, wir sind überzeugt, dass es auch tun wird, wenn er endlich frei von Verletzungen ist. Und daran arbeiten wir, da haben wir alle zusammen dran gearbeitet. Und das wird er sein in der neuen Saison, da bin ich sicher. Ich glaube auch, wir haben die Ursachen erkannt. Deswegen meine ich, dass man grundsätzlich mit der Saison sehr zufrieden sein kann unter Berücksichtigung der Parameter, die da sind. Ich habe das auch richtig gespürt, wie wir alle zusammengewachsen sind, auch die Fans. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Es ist ein glücklicher Umstand gewesen, dass wir im Handball so lange gespielt haben, denn dann konnten wir die letzten zwei Heimspiele noch mit einer nicht unbeachtlichen Zahl von Fans spielen, was uns unglaublich gut getan hat. Und die Fans wiederum konnten persönlich sehen gegen Flensburg, was eine solche Mannschaft imstande ist zu leisten. Und das hat uns natürlich gut getan, uns den Spielern, den Verantwortlichen, aber natürlich auch den Fans und den Anhängern des HC Erlangen, da nochmal gemeinsam zwei Spiele lang in der Arena Nürnberg zu verbringen. In dem Zusammenhang noch drei Punkte zu beleuchten. Das eine ist, wenn Sie sagen, naja, junge Leute wie Tarek Marschall an der Spitze haben großartige Leistungen gebracht, dann muss man sagen, wo kamen die eigentlich her? Die wurden im Rahmen unseres Scoutings des Nachwuchsbereiches entdeckt. Tarek kommt bekannterweise aus Hanau oder Stefan Bauer aus Forchheim oder Janik Bialowas ursprünglich aus Nürnberg, aber er kam aus Gummersbach zurück. Also alles junge Spieler, die dann im U23-Kader weiter ausgebildet, an denen weiter gefeilt wurde, die sich da entwickelt haben in der dritten Liga. Und deswegen muss ich sagen, war die völlig richtige Entscheidung, anders wie andere Bundesligisten. Ich war da auch immer hin und her gerissen, zu investieren in die dritte Liga. Das ist so einfach nicht, denn da spielst du ja auch teilweise gegen Profis und Profimannschaften auf höherem Niveau als in der einen Amateurliga, vierte Liga. Zu investieren darin, auch die Jugendbundesliga weiter aufrechtzuerhalten. Man sieht, dass dort sehr, sehr gut gearbeitet wird unter professionellen Bedingungen. Die trainieren auch vormittags und 4 bis 5 Mal abends. Das lohnt sich, in die Jungen zu investieren, auch in den Nachwuchsbereich zu investieren. Und unser persönlicher großer Dank, muss ich sagen, gilt da Wannenmacher und Heufelder, den beiden, die da im Nachgang, muss man sagen, das Ergebnis zählt, Großartiges geleistet haben. Und lustigerweise ist diese Gruppe, das sage ich schon wieder lustigerweise, aber sag mal überraschenderweise, ist diese Mannschaft, die ja dann ausgedünnt war, die zweite Mannschaft, durch die Notwendigkeiten, dass Marschall, Bauer, Bialowas und so weiter zu uns gewechselt sind, sogar noch Zweiter geworden in der Pokalrunde, die dann ausgespielt wurde als Ersatz für die dritte Liga. Also die ganz jungen Spieler, die dann aus der Jugendbundesliga nachgerückt sind, haben auch noch performt, was mich persönlich sehr überrascht und auch sehr gefreut hat. Also da wächst schon noch einiges nach. Auch wenn ab und zu Vito Vancic, ein Spieler, jetzt in die zweite Liga als Profi wechselt, das ist ein super Kreisläufer gewesen, der wollte bei uns nicht weiter zuwarten und ist jetzt schon in die zweite Liga, in die Rotation nach Ferndorf gewechselt. Das ist schade, aber das ist nicht zu verhindern. Spricht aber auch, finde ich jedenfalls, für die gute Ausbildung und für den Nachwuchsbereich, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat und den wir halt auch integriert haben, das Gesamtkonzept HC Erlangen, der nicht mehr sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben die medizinische Abteilung natürlich in dem Zusammenhang hinterfragt. Wir haben ein wenig verändert. Auf der einen Seite muss ich großen Dank zollen unserer Physiotherapeutin Uli Rienecker und ihrem Team, die Unfassbares geleistet haben, auch an Einsatz, auch Klaus Müller. Aber im orthopädischen Bereich haben wir ein bisschen Änderungen vorgenommen, werden jetzt durch ein neues Ärzteteam betreut und ich bin sehr optimistisch, dass auch da die eine oder andere Stellschraube zu unseren Gunsten gedreht werden kann. Die Geschäftsstelle hat Tag und Nacht gearbeitet, auch von Kurzarbeit geplagt, wie jeder in diesen Zeiten. Auch da unser großer Dank natürlich an René Selke als Geschäftsführer, aber auch, das ist noch viel wichtiger, das ganze Team dahinter, durch den Geschäftsstellenleiter und alle anderen Mitarbeiter, die ja Tag und Nacht gearbeitet haben. Arbeitszeiten gibt es bei uns nur auf dem Papier. Wenn ich zur Wirtschaftlichkeit komme, so muss ich sagen, ist es ähnlich wie mit den Verletzungen, dass wir in der ganzen Zeit immer wieder gedacht haben, wie geht es weiter, wie geht es ohne Zuschauer weiter. Dann der eine oder andere Sponsor auch mal geklagt hat in den Anfangszeiten, wo es auch nicht klar war, wie geht es mit Staatshilfen weiter.
irgendwie haben wir das alles hinbekommen, irgendwie haben wir alle zusammen geholfen, irgendwie waren dann am Ende, hat jeder seinen Beitrag geleistet, sei es die Mannschaft mit Gehaltsverzicht, sei es die Sponsoren, die vielleicht andere Sponsoren mal so ein bisschen ausgeglichen haben, und so, dass wir ganz am Ende die Saison wirtschaftlich mit einem blauen Auge davongekommen sind. Man wird sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Es wird jedem Verein so gehen. Ich bin optimistisch, weil die Signale einfach gut sind von den meisten Sponsoren. Aber auch ist klar, wenn ich zu einem Ausblick denke, was die Wirtschaftlichkeit angeht, so wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was macht jetzt die Delta-Variante. Wir wissen nicht, wie entwickeln sich die Dinge. Was ich nicht verstehe persönlich, muss ich sagen, wenn ich jetzt lese, dass die Zuschauerzahl von 1700 schon wieder in dem neuesten Nachtrag zur 13. Infektionsschutzverordnung in Bayern verändert wurde auf 1000, das trifft uns zwar jetzt im Moment nicht und die gilt nur bis Ende Juli. Was ich nicht ganz verstehe persönlich und wir beim HC Erlangen, warum man in vielen Segmenten, Gaststätten und so weiter, die Geimpften und die Genesenen, die ja nun wirklich nachweislich keine echte Gefahr mehr bedeuten, warum man die ausnimmt von den Beschränkungen beim Indoor-Sport, aber noch integriert. Sprich, warum die mitgezählt werden bei diesen massiven Beschränkungen. Wir verstehen es nicht. Wir glauben da auch, dass das ein oder andere Mal ein wenig Populismus eine Rolle spielt und wir werden dafür kämpfen, alle gemeinsam im Indoor-Sport, dass man uns hier auch nicht anders behandelt als in anderen Dingen des Bereichen des öffentlichen Lebens innerhalb geschlossener Gebäude. In dem Zusammenhang weiß ich auch nicht, wie weit man sich da so detailliert Gedanken gemacht hat im Sommer. Der Sommer ist auch nicht so wichtig, es geht im September los bei allen, nicht nur bei uns, auch im Eishockey, im Basketball. Wir erwarten einfach, dass wir zu diesem Zeitpunkt so viel Zuschauer in die Halle lassen können, dass es verantwortlich ist, aber dass es auch der Verfassung entspricht, dass es den Rechten jedes Einzelnen entspricht und dass nicht der Neid das neue Grundrecht wird, sondern die Freiheitsrechte. Das ist meine ganz persönliche Ansicht des Ganzen in diesem Zusammenhang. Das gilt für den Indoor-Sport, aber für die gesamte Gesellschaft, aber eben auch für den Indoor-Sport. Und man kann halt einfach nur mal eine multifunktionale Halle mit modernsten Belüftungssystemen nicht vergleichen mit einer Schulsporthalle oder einem kleinen Kino, wo andere Gesetze gelten, weil nachweislich beim Final Four des Fraunhofer-Instituts entsprechende Messungen durchgeführt und belegt, dass die Ansteckungsgefahr durch Aerosole bei diesen Multifunktionshallen geringer ist als Outdoor in stickigen Fußballstadien. Und darauf müssen wir aufbauen, dafür werden wir kämpfen. Und deswegen glaube ich auch, kann man mit gutem Gewissen seine Dauerkarte kaufen, denn ab September, gerade für Geimpfte und Genesene, aber auch darüber hinaus bei Tests, wird es möglich sein, in beachtlicher Zahl unsere Spieler zu sehen. Davon bin ich persönlich felsenfest überzeugt, aus rechtlichen Gründen, aber auch aus gesellschaftspolitischen Gründen. Der sportliche Ausblick, der Sie vielleicht noch interessiert, wir bewerten jetzt nicht immer alles nur nach der Angriffsleistung bei Mannschaften, sondern wir sehen jeden Spieler komplett und wir glauben schon, dass wir zum Beispiel mit Steinert eine deutliche Verbesserung einfach deshalb haben, weil wir ja nicht nur Angriffsspieler haben, wir brauchen ja auch Spieler in der Abwehr und das sind so Schwachstellen, die wir geglaubt haben, damit verbessert zu haben. Ob das gelingt, werden wir sehen. Wir haben nicht so viele Wechsel. Wir haben eigentlich viele Ergänzungen, wie Steinert, einer, der uns schon kennt. Klar, auf der Mitte mit Leban, jemand, der noch sich integrieren muss. Und mit Zechel ein, wo wir glauben, er wird auch schnell integrierbar sein, weil er vom Typ her und auch vom ganzen System her gut zu uns passt. Also wir werden anders wie letztes Jahr schon mit einer gefestigten Truppe in die Saison gehen. Wir glauben, dass diese Truppe mit einem Trainer, der jetzt einige Erfahrung hat, plus die Ergänzung durch den Sportdirektor, die für uns essentiell war, weil einfach ein wirklich schwer zu schließendes Delta zwischen Trainer und Geschäftsleitung da war. Wir merken es jetzt schon in den letzten Wochen, der einen beachtlichen Teil, das bekommen Sie noch nicht mit, dazu beigetragen hat, dass diese junge Mannschaft auch noch weiter zusammengewachsen ist. Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Wir hoffen sehr, dass uns natürlich alle Sponsoren und Zuschauer vor allen Dingen bei der Stange bleiben, dass sie alle zu uns kommen und weiterhin den Spaß uns bringen und sich selbst bringen, den wir in der Vergangenheit hatten. Und dann, glaube ich, gilt der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, davon bin ich nicht, glaube ich nicht nur, davon bin ich überzeugt, dass wir im nächsten Jahr wieder, vielleicht sage ich nicht deutlich, aber wieder ein ganzes Stück besser werden wollen als dieses Jahr. Und die Unwägbarkeiten sind bekannt, aber die gelten ja immer.
Davon bin ich überzeugt, dass wir das hinbekommen. Ob das ganz am Ende einen Tabellenplatz A oder B ausmacht, liegt wie immer auch an allen anderen. Aber wir wollen einen Schritt nach vorne gehen. Ich glaube, der Ehrgeiz ist bei allen da, bei allen Spielern, beim Trainer und auch bei uns. Und ich bin überzeugt, dass wir das auch tun. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Carsten. Diesen Worten möchte ich mich gerne anschließen und gerne einige dieser Punkte, die er jetzt ja auch schon sehr umfänglich genannt hat, etwas genauer beleuchten. Auch ich habe natürlich, wie es Carsten schon angedeutet hat, viele Zuschriften, viele Anrufe, Nachrichten nach der Saison bekommen, die mich oder uns beglückwünscht haben zu der Saison, zu einem erfolgreichen Abschneiden, wo ich mich auch selber erstmal noch hinterfragt habe, kann man das trotz eines möglicherweise nur in Anführungsstrichen 13. Tabellenplatz überhaupt so bejahen? Und ich glaube, wir haben jetzt ja auch schon sehr eindrucksvoll gehört, warum man das kann. Und ich möchte einfach nochmal vielleicht auf eine Situation eingehen, die wir vielleicht schon fast wieder ein Stück weit vergessen haben. Wir haben vor nicht ungefähr einem Jahr eine Situation gehabt, wo wir ins völlige Ungewissheit geblickt haben. Wir wussten nicht, wann die Saison startet, wir wussten nicht, wie sie startet. Wir wurden jeden Tag angerufen, kontaktiert von unseren Spielern, von Partnern, von Fans. Wie geht's weiter? Wir konnten diese Frage über Wochen lang nicht vernünftig beantworten. Wir haben im Grunde genommen uns überhaupt nicht um Sport beschäftigen können, sondern wir waren einzig und allein in der Lage, uns mit Infektionszahlen, mit Infektionsschutzmaßnahmen, mit Verordnungen, Behörden monatelang auseinanderzusetzen, um am Ende, das ist für mich so der erste Meilenstein der Saison gewesen, ein Heimspiel vor Zuschauern durchführen zu können. Und das war natürlich ein unglaublich emotionales Erlebnis. Für uns unglaublich wichtig, auch so in die Saison zu starten. Für mich aber auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Ich meine, alle Mannschaften hatten mindestens 20% oder mehr. Man hat in vielen Hallen gesehen, dass diese 20% nicht erreicht wurden. Bei uns waren 1700 Leute da und haben gegen Melsungen ein absolutes Feuerwerk abgefackelt, wo wir einfach gesehen haben, wow, der HCR Lang, der lebt. Trotz der Pandemie, wir sind voll da. Ein ähnliches Bild haben wir jetzt auch zum Ende der Saison gesehen, wo wir auch nicht wussten, wir hatten wenige Tage Zeit, die letzten beiden Heimspiele vorzubereiten und trotzdem haben wir in beiden Spielen eine unglaubliche Atmosphäre und Kulisse gehabt, weswegen mir auch sehr, sehr frohen Mutes ist, was die Zukunft angeht. Wir bekommen auch unglaublich viel positives Feedback und ich glaube, diese, ich nenne sie jetzt erfolgreiche Saison, hatte einfach viele kleine und große Helden und gerade auf der Platte. Carsten hat ja schon die Arrivierten, aber auch die jungen Spieler genannt. Ich möchte trotzdem auch gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, der mir auch sehr wichtig ist. Dadurch, dass wir am Ende der Saison auch keine weiteren Verletzten mehr hatten, lag meiner Meinung nach auch an den Nachverpflichtungen, die wir getätigt haben. Warum? Weil wir nicht, was vielleicht nur die reine Statistik angeht, darauf geguckt haben, dass die Spieler uns jetzt in jedem Spiel 10 Tore werfen oder so weiter. Nein, sie sollten natürlich vor allem auch die Mannschaft im Training, im Spielbetrieb unterstützen, die Kräfte verteilen und einfach auch einen neuen, frischen Wind reinbringen. Und wenn man mal sieht, das sind Jungs, die haben die Handballschuhe seit Monaten, teilweise Jahren an den Nagel gehängt. Und trotzdem haben wir sie überzeugen können, ihre Jobs, ihre Familien für mehrere Wochen, teilweise Monate, sozusagen, ich will nicht sagen beiseite zu schieben, aber uns in dieser schwierigen Phase zu helfen. Und da gilt einfach auch mein unglaublicher Dank diesen drei Jungs, ob das jetzt Matthias Ritschel, Benny Meschke oder Stefan Lex ist, die uns da wirklich unglaublich geholfen haben in dieser Zeit und für viel, viel Entlastung gesorgt haben. Auch das ist ein vielleicht kleines, aber ganz, ganz wichtiges Mosaikbausteinchen, was uns am Ende sehr geholfen hat, auch in den letzten Spielen auch sehr erfolgreich zu gestalten. Des Weiteren möchte ich natürlich aber auch den Leuten danken, die in dieser Geisterspielzeit uns hier so stark unterstützt haben. Wie gesagt, keine Zuschauer waren zugelassen, ein paar Aufbauhelfer waren immer bei den Spielen anwesend und die haben wirklich jedes Mal Vollgas gegeben, dass wir wenigstens ein bisschen Kulisse hatten. Das hat die Mannschaft wirklich auch mitgetragen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, da kann man auch sich nur bei jedem Einzelnen sehr, sehr herzlich bedanken für diese unglaubliche Unterstützung, die da auch nicht selbstverständlich war. Zudem muss man auch ganz klar sagen, dass wir in dieser extremen Zeit auch von unseren Partnern unglaublich getragen wurden, für die es selber ja, wie es Carsten ja schon angedeutet hat, eine völlige Blick in die Glaskugel war. Viele Unternehmen wussten auch nicht, wie es weitergeht. Trotzdem hatten wir eine unglaubliche Welle der Solidarität, die gesagt haben, gerade in der Krise stehen Partner zusammen. Und das hat mir unglaublich viel bedeutet. Das bedeutet mir nach wie vor sehr viel. Bin ich unglaublich dankbar jedem Einzelnen. Nichtsdestotrotz haben wir es auch geschafft, weitere Partner zu gewinnen. Ich nenne es jetzt mal namentlich die Firma Edeka oder die Nürnberger Versicherung, die uns trotz der Pandemielage im großen Stil unterstützt haben und uns dann natürlich auch eine sehr, sehr wichtige wirtschaftliche Basis geleistet haben und die auch nach der Saison auf uns zugekommen sind und gesagt haben,
Wahnsinn. Also wir haben zwar nicht viel von euch live in der Halle gesehen, aber was ihr da gemacht habt, das war toll und damit wollen wir auch in die Zukunft gehen. Und das Feedback zeigt mir einfach auch, dass wir trotz einer sehr, sehr schwierigen Lage und Situation einen, glaube ich, nicht so schlechten Job gemacht haben. Plus, wir starten die Saison mit einem neuen Ausrüster, mit einem der weltweit größten Ausartikelhersteller der Welt, mit Adidas. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir dort mit diesem Partner in die Zukunft gehen. Auch keine Selbstverständlichkeit. Adidas hatte die gleichen Probleme wie viele andere Unternehmen auch in der Pandemie. Trotzdem haben sie gesagt, die Region wollen sie stärker unterstützen. Der HCR Lang hat eine tolle Entwicklung hingelegt. Und da haben wir uns mit einem wirklich starken und tollen Partner zusammengeschlossen. Auch da freue ich mich sehr auf die Zukunft und auf die jetzt bevorstehende Zusammenarbeit. Und auch ein weiterer sehr, sehr wichtiger, für mich persönlich wichtiger Punkt ist einfach auch, Carsten hat es ja schon angesprochen, meine Jungs auf der Geschäftsstelle, die wirklich über Monate einen riesen Job gemacht haben, die selber lange Zeit nicht wussten, wie es weitergeht und so weiter. Alle, die natürlich da oben mit uns da zusammen gekämpft haben. Mädel, aber wahrscheinlich dann, wenn es nur Jungs hört, das stimmt. Nein, ganz, ganz klar. Auch alle Anwesenden und natürlich auch die, die uns da wirklich jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Phase getragen haben und jetzt natürlich aber auch weiter unterstützt werden. Carsten hat es ja gesagt, mit Raul Alonso kommt ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu uns, der in den letzten Wochen auch schon mir persönlich, aber uns allen auch sehr, sehr geholfen hat. Freue ich mich unglaublich auf die weitere Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass er uns einfach in ganz, ganz wichtigen Punkten noch besser machen wird und das Delta, was ja schon angesprochen wurde, jetzt einfach schließen wird. Wir haben alle gemeinsam entschieden, dass wir bewusst diesen Weg gehen. Wir wollen die Mannschaft zusammenhalten. Wir wollen das auf mehrere Schultern dieses Jahr verteilen und das gemeinsam tragen. Das haben wir auch, glaube ich, sehr, sehr gut geschafft. Nichtsdestotrotz ist es zwingend notwendig, dass wir wirklich jetzt auch dort die Unterstützung haben und da bin ich sehr, sehr froh drum. Da freue ich mich, wie gesagt, drauf. Und um vielleicht auch die Eingangsthematik nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass all diese Punkte auch wirklich ganz klar dafür sprechen, dass wir trotz dieser unglaublich schwierigen Situation und den vielen Unabwägbarkeiten, die wir ja nicht nur am Anfang der Saison hatten, sondern die im Grunde genommen das ganze Jahr uns begleitet haben. Jeden Tag liest du Zeitung und der Experte von morgen sagt was anderes als der Experte von gestern. Und das ist im Grunde genommen die Basis deiner Arbeit. Du weißt nicht, worauf du dich verlassen kannst. Und trotzdem haben wir uns da gemeinsam durchgekämpft, haben die Zuschauerspiele, die wir hatten, mit ausverkauftem Haus zu absoluten Handballfesten zelebriert und haben, glaube ich, einfach auch gezeigt, dass wir Herausforderungen können, dass wir sie meistern können und dass wir trotzdem auch eine erfolgreiche Saison spielen können. Und das ist für mich so ein Punkt, der mich unglaublich motiviert, der mir unglaublich viel Freude gemacht hat, der mir aber auch Spaß macht für die Zukunft. Und genau diesen Spaß und diese Freude merken wir jetzt einfach auch schon bei unseren Partnern, aber auch bei unseren Fans, die jetzt auch schon fleißig Dauerkarten kaufen. Deswegen, ich freue mich sehr auf euch, auf die neue Saison, auf eine noch erfolgreiche möglicherweise als die aktuelle. Ich glaube, wir haben einen tollen Kader, wir haben eine super Teamspirit jetzt schon bewiesen und mit den Neuzugängen werden wir da, glaube ich, auch nicht schlechter aufgestellt sein, ganz im Gegenteil. Dementsprechend bedanke ich mich auch bei allen anwesenden Journalisten für die Zusammenarbeit in diesem Jahr, was auch für euch nicht mit Sicherheit ganz einfach war und dementsprechend auf eine neue, spannende und erfolgreiche Saison 21/22. Vielen Dank.